Kann ich einmal bewegen? Leider nein. Who's that Pokémon? It's no way for you! Tolkien hatte heute viel Spaß mit Fizz bei der A-Z-Challenge. Fizz ist ein cooler Champion, also ein richtig, richtig cooler Champion. Kann ich mir schon vorstellen, dass ihm der Spaß macht. Das ist halt ein super Snowball-Stat-Checker. Das heißt, wenn du ahead kommst, ist sie sehr leicht zu spielen, der Fizz. Was trinkst du da? Naja, natürlich, für mich gibt es nur ein Getränk. Knabemalz. Das Gute. In einem Aldi in deiner Nähe. Knabemalz. Das schmeckt. So, ich hab euch, ne? Ihr könnt gerade einen PC gewinnen, ja? Ihr müsst nur unten auf den Link klicken. Dann könnt ihr einen PC, oder oben ist es auch, wenn ihr Interesse habt. Das kam heute spontan rein, ob ich nicht einen PC mit die Lara vergiven will. Ist wahrscheinlich also für sie ganz normal, ne? Also wollen wir mal spontan einen PC vergiven? Hier ist es, ne? Der hat einen 14.700K, ne 4070, ne? Also ist ein dickes Ding. Wenn ihr den haben wollt, ihr könnt hier bei so typischen Geed-Sachen mitmachen, ne? Das sind halt so Visit auf die Seite, klickst du einmal drauf, kriegst du eine Murmel in Dings. Müsst ihr nicht machen, ne? Es reicht auch, wenn ihr bei mir Follower seid, habt ihr schon das wichtigste Ticket. Aber ihr müsst natürlich überhaupt nichts machen, ne? Aber also. Warte, ich bin schon wieder autofilled. Wait, what? Warum bin ich jetzt schon wieder filled? Ich bin schon wieder autofilled. Wenn ich dann nun wieder nicht gewinne, ist das wieder rigged. Ja, die Giveaways. Ich meine, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben, ne? Also natürlich, wenn du jetzt da nicht gewinnst, klar ist es dann ein falsches Spiel, so, aber ja, ne, einfach auch mal kulant sein. So, gehe ich jetzt hier Gragas oder gehe ich nochmal Viego? Viego hat vorhin schon extrem Spaß gemacht, muss ich sagen. Ach, fuck it, wir gehen nochmal Viego. Das ist zu cool, der Champ, komm. Dann lasst uns ruhig nochmal den Viego auspacken hier. Das ist unser drittes Autofill-Game heute im Jungle. Wir sind immer Jungle-Autofilled gewesen, ja. Ich glaube, keiner will auch freiwillig jungeln. Die Rolle ist halt sehr langweilig. Wer hat die letzten Gewinnspiele gewonnen? Beim ersten großen Gewinnspiel, wo es einen PC gab, war es No Way 7U. Jetzt war es No Way 4U's zweiter Account. Dann No Way 2U. Hat auch einen großen Preis schon gewonnen. No Way 4U hat ein Riesending gewonnen letztens. Wer war denn noch alles mit dabei? Ich glaube, wir hatten mal diesen Darkiller 69, ne? Das war mal ein anderer Name vielleicht. Der hat auch, ist auch ein großer Giveaway-Gewinner. Woher kennst du die Lara? Die Lara kenne ich vom Red Bull Game Ball Event. Da waren wir im selben Team. Das war unter Team Honeypoo waren wir da. Und wir haben uns kurz unterhalten und sie meinte, sie sucht aktuell ein Videospiel, das sie on-stream spielen kann, das ihr Spaß macht, wo sie die Leute abholen kann. Und dann habe ich ihr League of Legends so untergeschmuggelt. Ja, und jetzt ist sie natürlich, man bezahlt nicht direkt bei League, aber man bezahlt mit seinem Leben. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier machen können in diesem wundervollen Game. Du hast dir League empfohlen, du Monster. So bin ich, ja, so bin ich. Das ist immer das Allerwichtigste, Leute in die League-Sucht zu stoßen. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Was, wenn die alle da drin stehen in dem Busch? Ich starte einfach hier, oder? Kann man Dings hier starten, Raptoren? Ja, ne? Ich habe noch ein paar andere Leute, habe ich auch am Haken, ja. Ich versuche halt, möglichst viele neue Leute zu League zu bringen. Und einfach Spaß zu haben in League of Legends, ne? Das ist ja das Wichtigste. Auch mal ein bisschen Spaß haben in League of Legends. Da werfe ich ab und zu mal die Angel aus, naja, und was ist auch schon dabei, ne? Aber nicht rein. Jetzt müsste man wissen, ist der mich überhaupt in Vane gegangen oder nicht? Ist er nicht. Oh! Er kriegt natürlich einen Freekill. Aber das ist jetzt natürlich schon rough für ihn, ne? Wenn ich jetzt einfach full clear Topseite mache, sind die gut doomed, ne? Oder ist er gut doomed, meine ich. Das war eine sehr, sehr schnelle Reaktion von der gegnerischen Botlane leider. Ich glaube, der Jungler hatte gespottet, könnte ich mir vorstellen, dass der Jungler gespottet hat, dass sein Bot-Jungle weg ist. Und dann hat es der Botlane signalisiert, oder? Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Geht der nicht gerade in Wen? Wir haben leider Weiger mit, der ist so schwach gerade, oder? Ich glaub, der wird nur kurz die Raptoren nehmen. Oh, nice, ist.
Oder einfach ghostet? Nee, wenn er ghostet hätte, hätte er meine Top-Seite genommen, Leute. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der Kampfuhr-Opa vielleicht, aber nicht der Jarvan. Wenn er so richtig einen Jungle-Main so oft, wie ich ran muss, ja. Jetzt nehme ich seine Bot-Seite hier, oder? Weil er wird wahrscheinlich gerade die Goobies machen. Da sollten wir jetzt seine Bot-Seite nehmen. Ich meine, es kann auch sein, dass er nicht seine Goobies nimmt, sondern jetzt hier hinkommt. Aber ich würde mal tippen, dass er seine Bot-Seite macht. Mit der S-Fight. Nice. Das ist tatsächlich nicht so nice, ne? Ich bin wahrscheinlich einfach tot direkt. Jetzt. Nice, das sieht sehr, sehr gut aus, der Fight. Nice. Nice! Okay! Pop it off, baby! So, wie jungeln wir jetzt am besten? Wir wollen, was wollen wir haben? Wir wollen den Herald haben. Mal Blade by Blade schreiben hier. Boah, ich bin 2-4. Das ist natürlich jetzt nicht optimal, gell? Okay? Zera hat eine Menge Kills gerade bekommen, aber die hätten natürlich noch nicht gebased. Das ist nicht so strong. Lass uns schnell den Drake nehmen. Ich meine, die haben 6 Goobies. Das ist wirklich bad für uns, leider. Na, Midlaner ist stark. Wir können wahrscheinlich den Drake hier bekommen. Ah, ein bisschen sloppy der Smite. Da hätte er vielleicht dazwischen kommen können. Jetzt ist die Frage, es ist schon Tabis, oder, das Game? Tabis sind sehr, sehr gut für. Der Jump wird wahrscheinlich dahinter sein, aber wir wollen es trotzdem fighten, würde ich sagen. Der hat auch noch keinen Flash, das heißt, er ist immer tot. Dann nehmen wir uns das und das. Und dann 14 Meter los. Wir haben jetzt auch unser Upgrade. Wir wollen halt unbedingt die Drakes haben hier. Wie Viego aktuell ist, ich glaube, Viego ist tatsächlich broken, Leute. Ich glaube, der Champion, das ist... Also ihr seht ja auch den Unterschied zu Lee. So, du bist halt also so ein starker Stat-Checker aktuell. Ich glaube, der ist legit broken, der Champ. Ich kann ihn ja nicht mal richtig gut spielen, aber der ist schon sehr, sehr strong. Er ist ein bisschen schwieriger zu spielen, halt als andere Jungler, aber er ist sehr, 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 sehr strong. Wenn ihr euch die Top-Elo, also wenn ihr euch die Top-Ladder aktuell aus anguckt, da sind da legit halt, also ich glaube, 2 Viego-Spieler? 2 oder 3? So, Viego, Talia, Lee Sin. Das war es nicht, das Play. Was war das denn? Naja, unser Weiger wurde halt gecatcht, weißt du? Und danach war es sehr, sehr schwer. Die Gegner sind aktuell, glaube ich, im Gold relativ weit vorne noch, weil denen ihre Botlane halt so unglaublich viel gemacht hat auf der Karte. Aber wir sind trotzdem okay dabei. Der indische Jungler ist auch wirklich komplett raus aus dem Game. Oh nein. Hey, what? Oh mein Gott, die sind alle top. Warum sind die denn alle top? Das ist bad von mir. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass alle top sind. Die zwei sind fett. Aber mit guten Weiger-Cages können wir gewinnen. Und die haben auch ein paar Gems, die einfach Resets für uns sind zu dem Zeitpunkt, ne? Aber actually, der Arthur ist auch keiner fett jetzt. Da ist noch Herald. Ich weiß, ja. Ich muss halt einen Spot finden, den zu stellen. Alle Top-Line, I guess? Kann ich einmal bewegen? Okay. Leider nein. Leider ist die Antwort nein zu einmal bewegen, ja? Die werden Nash jetzt hier machen, glaube ich. Ich glaube auch, der ist einfach gone, oder? Atox ist zwar Wort, aber die machen den extrem schnell mit dem gefeedeten Varus. Ja, 4 Sekunden zerzählt und in 4 Sekunden tot, ja. Ich meine, die Ceri kommt nicht mal. Also, ich glaube, und Zack auch nicht mit DP. Ich glaube, du musst den einfach geben, ehrlicherweise. Oh
hätte immer noch das kleine Smile, oder was? Wir spielen als Team, Leute. Wir spielen als verdammtes Team. God damn. Wir haben ein Team, das nicht aufgibt. Wir haben ein Team, das spielt. Wir haben ein Team, das sich pusht. Oh mein Gott. Wow. Wir haben ein gutes Game gehabt in League of Legends. Nach 5 Stunden Stream wurden wir mit diesem Banger belohnt. Nach 5 Stunden Stream. There it is, boys. Was ein Game, eh? Wir haben es actually gewonnen. Wow. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es wirklich nicht glauben, eh? Das war jetzt unser drittes Jungle Autofill Game, ne? Wir sind wirklich, schau mal, wir haben 3 Games gespielt, dann Autofill, dann 3 Games gespielt, nee, dann 2 Games gespielt, dann Autofill. Dann 2 Games gespielt, von denen 1 Secondary Role ist, dann Autofilled. Ist das das Maximale, was du Autofilled werden kannst? Oder geht noch mehr? Das ist schon eine Menge, ne? Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt.